dachte, das funktioniert so. Okay. Warte mal. Ich lese mir das mal kurz im Wiki durch. Warum habe ich mir eigentlich noch kein Lesezeichen davon gemacht? Kann mir das mal jemand erklären? Ich muss jedes Mal wieder Nevermind Wiki googeln. So. Rune Shrine. You can use an unpowered rune or a charged rune on it with corresponding rune posts to create runes. Also du kannst da drauf unpowered runes benutzen mit den dazugehörigen rune posts. Ja, mache ich doch, oder nicht? Oder muss ich die rune posts abbauen? Moment, ich baue die einfach mal ab. Ich baue mich hier kurz so ein, zwei hoch, damit ich das auch garantiert einsammle. Ich hoffe mal, ich... Nee, das kann man nicht abbauen. Das dauert so lange. Hä? Da bin ich wieder auf Hilfe angewiesen. Ich krieg's nicht hin. Oder mache ich irgendwas falsch? Das sind noch unpowered runes, ne? Genau. Warte mal, ich mach mal kurz... Charged Rune Rezept. Charged Runium Schrank. Okay. Und was ist, wenn ich... Moment, ich versuche das mal hiermit. Mit so einer. Vielleicht klappt es damit. Nee. Die mal löschen. So. Okay. Alles klar. Falls ihr eine Idee habt, wie das funktioniert, dann... Moment. Okay, gucken wir uns mal hier. Rune Shrine Structure. Rune Shrine is a special structure that generates across several dimensions. It is used to train the skill Runation, okay, as well as allowing the player to craft runes out of unpowered runes and charged runes. Runation is a skill centering around creating runes, okay. Runation is gained by creating runes. Ach so. Ernsthaft? Moment, hier haben wir doch irgendwo... Da, Runation. Ach so, lol. Okay, also wir brauchen... Wir müssen erst Windrunen machen. Die kannst du nämlich mit Level 1 machen. Und dann kannst du in den Nether gehen, wenn du Level 8 hast. Und dann, ja, und dann hier Dingens machen, ne, Feuerruhen. Oh, scheiße. Ich will aber nicht. Da müssen wir ja in der Oberwelt so... ist ja eklig. Scheiße. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Ich komme hier auch nicht mehr weg, ne? Außer halt durch Sterben. Ich hatte gerade keine Lust zu sterben. Das wäre ja dann wieder Cheaten. Sich durch die Gegend zu teleportieren ist ja kein Cheaten. Hi. Da hinten ist noch ein Skelett. Oder sind drei Skelette. Ist ja cool. Dafür wäre Looting halt auch gar nicht so scheiße. Wir brauchen einfach Ewigkeiten. Wenn wir wirklich einen Wither beschwören wollen. Oh, warum ist denn hier eine Lore? Krass. So.
Wir können ja mal auf der Map gucken. Vielleicht. Hat er. Okay. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Oh, lol. Nee, ich habe jetzt keine Lust, ihn zu töten. Dafür müssen wir erstmal ein besseres Schwert haben und so. So. Eine Sekunde. Okay, hätten wir das Rätsel auch schon gelöst? Wir müssen erstmal Windrunen machen. Ganz, ganz viele, bis wir Level 8 sind. So, ich gucke mal eben. Ich glaube nämlich, dass diese Schreine, da haben wir ein Dorf, ne? Ach ja, das hatten wir ja gefunden, da war ja was. Dass diese Schreine nämlich meistens in der Luft fliegen. Okay, da ist so ein Teil an Land. Wenn die in der Luft fliegen, dann heißt das ja, dass wir die hier sehen müssten. Das da ist wahrscheinlich ein Baum, oder? Ich schätze es mal. Ich finde es übrigens lustig, wie hier an den Ecken teilweise der Schnee nicht generiert wurde. Das ist unser Portal. Was ist das da? Moment, ich teleportiere mich einfach mal kurz hier hin. Ja, das ist auch nur ein Baum. Welt erforschen like a genius. Also like a boss. Sag ich mal. Ich will jetzt nämlich hier nicht stundenlang durch die Gegend rennen. Nur weil ich das nicht auf der Minimap erkenne. Ha. Gibt es so Teile hier überhaupt? Also da stand im Wiki, dass es die gibt, aber ich meine, das heißt ja nicht gleich, dass es die auch geben muss, ne? Scheiße. Moment, ich guck nochmal im Wiki. Rune Name, Wind Rune. Dimension Overworld. Aha, okay. Man braucht 260 Windrunen, um das nächste Level zu kriegen. Warte, Moment. Warte. Bedeutet das 260 Windrunen? Ich glaube, das bedeutet 260 Windrunen, bevor man Feuerrunen machen kann. Alles klar. Jetzt ist nur die Frage, wo wir Windrunen herkriegen. Also wenn die Teile unterirdisch generiert werden, dann sind wir so richtig am Arsch. Dann müssen wir uns hier durch die Gegend graben und was weiß ich. Aber eigentlich bezweifle ich das. Die können doch nicht unterirdisch generiert werden, oder? Hier den Wald haben wir ja eigentlich ganz gut erkundet. Also da sind wir immer so random durchgelaufen, dann hätten wir das ja ganz durch Zufall gesehen, oder? Geben die Licht von sich? Was ist das hier? Warte mal, ich portiere mich mal kurz hier hin. Oh, Lava, okay. Ich glaube, die geben kein Licht von sich. Wäre allerdings sehr schön, wenn die das tun würden, weil dann könnten wir die einfach so erkennen. Was ist das da? Ein Baum. Was ist das da? Ein Wasserfall. Was ist das da? Ein Berg. Okay. Ich weiß es nicht. Also das, ne, ihr müsst mir nicht mehr in die Kommentare schreiben, wie das geht. Mittlerweile habe ich es herausgefunden. Was ist das? Wir erkunden jetzt einfach mal kurz hier so die Welt. Oh krass. Voll geil. Müssen wir uns mal merken. Warte mal. New Waypoint. Schlucht oder so. Machen wir mal aus, machen wir mal schwarz. Gucken wir mal, weil dann teleportiere ich mich hier nämlich erstmal wieder weg. Weil ich wollte ja nicht zu sehr cheaten. Ich wollte ja nur so ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen cheaten. Ne, wenn wir hier mal irgendwas brauchen, dann wissen wir, okay, wir können da hinlaufen zu der Schlucht und dann können wir uns von da ein bisschen Eisen und sowas grabben. Das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo so ein scheiß Teil ist. Oder? Warte mal, ich mache jetzt einfach mal den hier.
Könnte vielleicht ein bisschen ruckelig werden. Ich mache einfach mal... Ja, das ist noch spielbar. So, dann baue ich mich nämlich hier einfach mal hoch. Wobei, das ist noch sehr spielbar. Ich mache einfach mal Render Distance auf. Extreme. Okay. Leckt das jetzt, oder wie? Ah, alles klar. Ich kann keine Kisten mehr öffnen. Machen wir mal Render Distance wieder auf. Fahr. Ah, okay. Also das ist mir neu, dass das muss ein Bug sein. Warte mal, machen wir mal nur 30. Geht nicht. 27. Geht wieder. Alter. 28. Okay, wir lassen es jetzt einfach bei 28. 28 ist eine schöne Zahl. Und dann stacken wir uns nachher nämlich einfach mal nach oben. Ja, genau. Und dann gucken wir nämlich einfach mal so in die Ferne mit unserem Fernglas. Oh, da ist... Oh, shit. Haha! Voll der Sniper, Alter. Ich kann das. Okay, jetzt stecken wir uns hier einfach mal hoch und gucken mal so in die Umgebung. Boah, das soll erstmal... Nee, komm, ach, doch, das reicht. Ja, komm, lade mal. Moment, ich mach nochmal hier Trick 17, Chunk Updates 5 ist das Maximum, okay. Dann lädt das nämlich ein bisschen schneller. Das dauert einfach immer so Ewigkeiten, ey. Warum ist Minecraft denn so scheiße programmiert? Ich verstehe es immer noch nicht. Ach ja. Vor allem, das wird ja nicht gleichmäßig geladen, sondern... Ach doch, hier in der Version wird das noch gleichmäßig geladen. Ich weiß es nicht. Weil es gibt nämlich auch Versionen. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie was ganz anderes war oder so. Oder dass ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich meine, es wäre mal so gewesen, dass es nur die Richtung lädt, in die man auch guckt. Aber hier scheint es alles zu laden. Moment, ich baue mir hier einfach mal kurz eine Plattform. Sonst falle ich gleich zu 100% runter. So, da. Bitteschön. Also ich gehe jetzt einfach mal stark von aus, dass die überirdisch generiert werden. Falls ich da falsch liege, dann berichte ich mich bitte. Aber ich sehe hier einfach keine, weit und breit nichts. Was da? Gar nichts. Eine Höhle. Gibt's hier eigentlich Fernglas? Was heißt eigentlich Fernglas auf Englisch? Warte mal kurz. Da muss ich jetzt mal kurz Google befragen. Fernglas. Binoculars. Okay. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber ich hatte jetzt niemals Fernglas damit in Verbindung gebracht. Okay, gibt's nicht. Vielleicht ein Fernrohr. Was heißt Fernrohr auf Englisch? Wahrscheinlich irgendwie... Achso, ja, Teleskop. Ha. Ja, man sollte auch... Teles... Nee, gibt's auch nicht. Man sollte auch sich mit deutschen Synonymen auskennen, ja. Und da fährt gerade ein Trecker an meinem Fenster vorbei. Ich hoffe, ihr habt den nicht gehört. Warum gibt's hier denn nix? Da hinten ist Zuckerrohr. Was leuchtet da? Boah, ey. Was da? Ein Wasser? Oh, Moment. Wunderschön. So ein Dreckklumpen da, ne? Sieht man ja da um meinen Kopf herum einen Dreckklumpen. Er ist auf jeden Fall wunderschön. Ich glaube, das hier haben wir noch nicht erforscht, ne? Also das hatten wir vorher noch nicht gesehen. Das kam jetzt erst dazu. Aber da ist nix. Vielleicht kann man sich sowas ja selbst bauen. Oh, jetzt geht's hier aber ab, Minecraft hier. Aber nur wenn ich mich umgucken will. Wenn ich in eine Richtung gucke, läuft's relativ flüssig. Lag Party. Okay, jetzt läuft's wieder. Da stand, glaube ich, irgendwas.
Ah, okay. Ich guck mal kurz, ob man sich die auch irgendwie craften kann, diese Blöcke außenrum. Oder ob man die irgendwie mitnehmen kann, diese Blöcke außenrum. Wobei, mitnehmen bringt uns ja auch nichts, wenn wir die nicht finden. Oh mein Gott, bin ich... Also manchmal bin ich so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Aber hier werden die natürlich nicht... Ach so, warte mal. Fire Rune. Wie hießen die? Post? Moment. Rune Posts can be found in Rune Shrines. They cannot be recreated. Okay, also die können nicht gecraftet werden, aber hier steht gerade Wind Rune, also Windrune, no post required. Willst du mich eigentlich verarschen? Warte mal, kann man die Rune Shrines abbauen? Oh, ich will doch gar nicht. Oh. Kann man den. Moment, den Block da. Kann man den abbauen? Man kann den abbauen. Och, komm schon. Warte mal. Ich will mal kurz gucken, ob es nur reicht. Wenn wir uns jetzt einen holen würden und den jetzt hier hinsetzen. So. Das reicht tatsächlich. Och, komm schon. Okay, bedeutet, wir gehen nochmal in den Nether in der nächsten Folge. Hey, lol, ich wollte den gerade löschen. Warum? So, das bedeutet, wir gehen... Alter, das lag. Okay, Moment. Ich stelle mal wieder hier die Render-Distance runter. Ich glaube, auf 12 hatte ich die. Wir gehen einfach in den Nether und suchen uns, nochmal so einen Rune-Shrine-Dingsbums. Da ist schon wieder eine Kuh mit Hut gespawnt. Ich glaube es ja nicht. Oh, und unsere Spitzhacke ist kaputt. Lol. Nein, schieß mich auf mich. Cool. Ja, was machen wir jetzt? Ach, egal, komm. Damn. Ich würde sagen, wir machen das einfach alles nächste Folge. Die Aufnahme ist jetzt schon lang genug. Also, nochmal zusammen, um das zusammenzufassen, damit ich das für nächste Folge nicht vergesse. Wir gucken uns in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge machen wir. Moment, wie hoch habe ich hier eigentlich die Bücherregale gebaut? Okay, man kann hier nicht reinspringen. Ich dachte schon, ich hätte die Bücherregale so hoch gebaut, dass man hier reinspringen könnte. So, ich versuch's nochmal. Also, wir gehen in den Nether, holen uns einen Rune Shrine, setzen ihn in der Overworld hin und dann machen wir Runen. Ganz, ganz viele. Und dann sind wir hohes Level und dann gehen wir wieder in die Hölle und dann machen wir Feuerrunen. Jo, das ist so der Plan. Ich hoffe, dass wir den so verwirklichen können. Achso, und Level brauchen wir auch noch zum Verzaubern von Looting. Und dann schlachten wir alle Kühe ab und dann sind wir happy, weil wir ganz viel Leder und Fleisch haben. Und Hüte. Wegen den Hüten könnten wir eigentlich mal gucken. Warte mal. Da gab es so einen geilen, nicht den da, sondern... Ich nehme den Stroh. Okay, mit Helm sieht das ein bisschen scheiße aus. Tada. Okay. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Genug für heute und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.